1.2.9, glaube ich. Und das wird auch dann auch endlich die Beta-Phase von KSP. Zumindest habe ich so den Infos entnommen, die ich bisher kenne. Ja, jetzt sind wir hier auf dieser Höhe. Jetzt mal machen wir das alles runterbremsen. Macht zwar mit den Atomtriebwerken wenig Sinn, aber Orbit können wir jetzt wegstecken. Immer noch 752 Specific Impulse. Ich möchte jetzt kein Risiko mehr eingehen. Warum? Ah, das flippt over wegen den Solarzellen. Vielleicht war es auch daran gelegen, dass das Teil zu schwer ist, aber egal. Jetzt ist es nicht mehr zu schwer, denn jetzt hängt bloß noch die Kapsel dran. Ich habe den Thermometer vergessen auszufahren. Bei der Duna-Ding, egal. Log Temperature. Shit. Ja, egal, müssen wir... Oh nein, jetzt habe ich die Temperature überschrieben. War eine schlechte Idee. Oh Mann. 30 Science in den... Oh. Da müsse man nochmal dorthin fliegen. Aber egal, jetzt mal gucken, was man Science bekommen hat. So viel kann es ja eigentlich nicht sein, bloß wegen Duna, dem einen Biom dann. Oh, hier war ich auch noch nicht. Okay. Guck doch mal, was wir noch nicht gemacht haben. Ein EVA-Report hier und ein Surface-Sample. Recover Vessel. Und jetzt mal gucken, was wir hier für bekommen. Nicht alles ist von Duna, aber hoffentlich ist es mehr als 500 Science. Oh! 1200 nur aus... Okay. Ich nehme alles zurück, ist doch genug. Oh! Ja, das ist natürlich genial. Wiederum 1000 Science. Die ich jetzt hier rauswerfen kann. Ich mache mal noch ein Quick Save, wenn das geht hier nicht. Schade. Oh Gott, was nehmen wir denn dann? Ja, okay, das brauchen wir definitiv für unser Satellit. Satellite Launch System. Oh, das ist alles so teuer. Oh, okay, das ist jetzt nicht gerade teuer. Die Sachen würde ich auf jeden Fall gerne mal nehmen, die Aerodynamics. Was ist das? Hm, unwichtig. Und das hier ist wieder... Anchor. Kerbal Attachment System. Habe ich mich immer noch nicht beschäftigt damit. ACS Fuel Tank. Okay, wir brauchen definitiv hier oben noch was. Ich würde ja... Oh, ich würde so... Egal. Machen, hauen wir... Oh, Mann. Was kommt denn jetzt noch? 5 Meter Adapter. Für die Megaparts. 550. Das hier kostet alleine 1000 Seins. Das ist so teuer. Turbojet Engine. Gut, die brauchen wir auch. Was haben wir hier dann noch? Die Rapier Engine können wir wegschmeißen. Die ist so scheiße. Sorry für die, wo die gerne benutzen, aber ich benutze nicht gerne. Oh, das ist alles so toll für Spaceplanes. Da kann man so mit schöne Sachen machen mit dieser Crew Cabin. Was ich halt noch suche, ist so ein Cargo. Warte, der Cargo-Raum war hier, oder? Das ist schon der Cargo. Wo ist denn der Cargo-Raum? Fuselage. Cargo Bay! Yeah! Hier ist also eine Cargo Bay drin. Dann wird hier wohl die andere drin sein. Und die Crew Cabin und der Docking Port. Sieht mich schon, aber wir wollen ja Science, Science, Science machen. Die haben jetzt schon 60 Gigameter an Range und wir haben noch 600. Hier bekommen wir einen weiteren Fallschirm. Das ist ziemlich uninteressant.
Hier kriegen wir einen Barometer. Was ist das? Ein Seismic Accelerometer. Okay, Kommunotron mit 40 Gigametern. Müssen wir nehmen. Oh Gott, was ist das? Ein Comtech. Kein... 350 Gigameter. Das sind 350.000 Megametern, somit 350 Millionen Kilometer. Das könnte uns nach Dunan-Satelliten bringen. Okay, wir haben noch 300, ja... Grabbing Unit. Bringen Asteroiden eigentlich wirklich jetzt schon was? Ich habe noch keine einzige Asteroidenmission gemacht. Der besetzt. Und da jetzt Rosetta ja auch auf einem Asteroiden in Klammer fest sitzt, könnten wir ja auch mal eine machen. Es gibt noch einen Gravioli-Detektor. Oh, 400 Gigameter. Das Ding ist ja noch größer. Ja, okay. Das sehen wir dann bestimmt nächstes Mal, wenn es heißt, erforschen wir mal wieder KSP. Denn dann geht's nach Eve oder so. Obwohl, mal gucken, was können wir denn so an Forschungsaufträgen annehmen. Explore Eve. Land on Eve. Das kann man natürlich sehr gut machen mit einer Rakete, die noch nicht einmal von Kerbin abhebt. Plant Flag on Minmus. Ernsthaft? War klar, dass diese Flaggenplanten-Dingsbums kommt. Science Data from Space around Duna. Ich bin so ein Vollidiot. Oh Gott, wir haben jetzt 1 Million schon. Hätte ich das nicht annehmen können, dann sowas von Duna einfach mitnehmen, ich Idiot. Sorry. Rescue Mission können wir vielleicht auch mal machen. Das ist jetzt wieder irgendwas Sinnloses. Active Explore Ike. Duna Ike. Okay, dann können wir in Duna, auf Duna noch ein bisschen was rum experimentieren, wenn wir nach Ike fliegen. Deadline expires never. Nehmen wir mal hier alles an, damit wir Geld haben. Alles, was never expires. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Okay. Diese Explore Missions können wir jederzeit ausführen, besser gesagt. 364 Science haben wir jetzt noch. Was könnte man da jetzt erforschen? Ja, ich würde so gerne diesen 3,75 Interstage Adapter haben. Aber wir haben halt noch keine 5 Meter Fuel Tanks. Und ich sag euch, das 5 Meter Triebwerk, das von der Saturn 5, die hat ja 5 F1 Triebwerke. Und dieses Teil ist wirklich krank. 11 Meganewton Thrust. So eins zum Vergleich, also das größte, was im Stock-KSP drin ist, hat 3,2 Meganewton. Also fast nochmal das Vierfache. Fast. Oh Gott. Ja, was können wir jetzt mit den 300 machen? Also, dieses Ding werde ich definitiv nicht... Wir haben diese Gigantor XL Solar Panels. Die lohnt sich für eine Raumstation. Oder für den Explorer. Was ist denn da drüber? Das würde mich mal interessieren. Da weiß ich auch nicht, was drin ist. Entweder Solar Panels oder die Cargo Bay und Crew Cabin. Okay, 300 Science sollte man eigentlich relativ schnell bekommen. Relativ. Boah, Turbopropeller Engines. Dann könnte man sozusagen einen... Wer von euch kennt bestimmt noch Captain Baloo? Von damals. Dann könnte man auch so ein Flugzeug bauen. Mit Propellerantrieb. Oh, das können wir gar nicht
Researchen, denn es recover. Wir brauchen dafür das hier, oder? Ah, na, entweder das oder das, okay. Dann können wir es doch researchen. Ich würde halt wirklich gerne zu diesen Gigameter-Teilen gehen. Denn dann können wir auch mal einen Satelliten irgendwo hinschicken. Und was haben wir hier? Alles. Okay. 64 Science haben wir noch. 40 Minuten. Ich würde mal sagen, da zeige ich euch. Besser gesagt, da gucke ich jetzt mal, was wir so noch haben an Zeug für Shuttle-Missionen. Los, lade Bildschirm. Yeah! Wir könnten den Mega-Flugzeug-Dingsbums bauen, irgendwas. Okay, wir haben jetzt wirklich Propeller-Engines. Die verbrauchen Liquid Fuel und Intake Air. Und generieren aber auch Intake Air. Wie diese Jump Jet Engine. Macht die auch... Ja, die macht auch Thrust. Oh Gott. Ja, wir haben diese Soyuz Booster. Ich hoffe, dass dieser ganz große der wirkliche Soyuz Booster ist. Oder Soyuz heißt sie auf Russisch. Oh, die Titan T1. Die können wir dafür verwenden für einen exakten Nachbau der Ariane 5 Rakete. Fast exakten Nachbau, denn die hat auch so eine Art Triebwerk, das ungefähr so aussieht. Wir haben ja derzeit, was hat es? 270, 325. Derzeit haben wir das hier. 320, 360. Für Thrust 3200. Das hat 3600. Sollte für ganz schwere Objekte gut sein. Und das hier für vielleicht eher leichte. Was? 275 oder ist bloß? Oh. Griffin G8D. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass in der nächsten Erforschungsstufe die andere Griffin Engine kommt und danach bestimmt für 5000 Science die Saturn 5 Hauptengine und sonstige andere. Aber egal. Also wir haben ja jetzt die Mark II, das sind die LFO-Tanks. Und hier eine ganz normale Liquid Fuselage. Die können wir verwenden. Wir könnten dann hier hinten das so zumachen, gemütlich. Einen großen Delta-Wing dran machen. Ein Radial Attachment Point. Den Hammer hoffentlich, ja. So. Sieht sehr, sehr schlecht aus. Den da. Und dann könnte man da vielleicht mal so eine Radial Propeller Engine benutzen. Oh ja, und diese Heavy Gears, auf die habe ich gewartet. Die sind so geil. Ich kann euch nur eins sagen. Sehr geil. Oh. Sieht so aus, als wäre es ein bisschen zu weit vorne. So. Testen wir mal unser Gefährt noch. Und danach könnten wir beim nächsten Mal ein Space Shuttle bauen. Das auch wirklich abhebt. Oh Gott, ist hier Staub auf meinem Tisch. Okay.
Der Sound ist auch sehr geil von den Triebwerken. Oh. Jetzt können wir wahrscheinlich nicht abheben. Das Innere hiervon sieht sehr geil aus. Ah, wir heben ab. Oh, doch nicht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Spirit. Und schaut weiterhin vorbei. Haut rein. Ciao.